Martina Navratilova ist eine der besten Tennisspielerinnen, die die Welt je sah. Sie gewann 9 Einzeltitel bei den Wimbledon Championships, ein Rekord. Jimmy Connors, 5 Jahre lang Führer der Tennis-Weltrangliste, freute sich, gegen sie antreten zu dürfen. And you know, with Martina and her record and the way she's played over the past 15 years of her career, that and her record speaks for itself. That I don't think there's any better matchup that that we could have than the two of us getting together and fighting it out. Doch Martinas sportlicher Erfolg ist nur Teil einer Geschichte. Zwar mag es viele erfolgreiche Tennisspieler geben, doch wenige davon werden zu Vorbildern. Um dorthin zu gelangen, musste Martina praktisch alles aufgeben. Geboren 1956 in Prag, begann sie mit 4 Jahren Tennis zu spielen. Mit 15 gewann sie die tschechischen Meisterschaften. Ab 1973 spielte sie professionell in den Vereinigten Staaten. Dorthin hatte sie sich abgesetzt. Die zahlreichen Regularien ihrer sozialistischen Heimat behinderten ihre Tenniskarriere, wie sie später erklärte. Why did I decide to do this? Because I felt I didn't get enough opportunities to play as much tennis as I want under the Czech government. I had to ask every time if I can play this tournament, if I can play that tournament, and like I couldn't play team tennis. And now when I would go back, I would have to go back to school for 3 months, and you know I wouldn't have any chances to play any tennis at all. And I just felt that if I want to become number one, which I want to, that I couldn't do it under the circumstances at home. Nicht alles in ihrer neuen Heimat tat ihr gut. Durch amerikanisches Junkfood stieg ihr Gewicht. Sie bekam den Spitznamen die dicke weiße Hoffnung des Damentennis. Aber sie trainierte und gewann ihre alte Form zurück. In den 80er und frühen 90er Jahren hatte sie bemerkenswerten Erfolg. Sie galt dennoch als Außenseiterin. Das lag auch daran, dass sie linkshändig spielte. Martina gewann dank ihrer atemberaubenden Fähigkeiten immer mehr Anhänger. Als sie sich 1981 offiziell zu ihrer Homosexualität bekannte, verlor sie möglicherweise Werbeverträge, nicht aber ihre Fans. Öffentlich setzte sie sich für die Gleichberechtigung Homosexueller ein, beispielsweise für das Recht zu heiraten. In our community before we achieve full equality with our straight brothers and sisters, before we have equal protection under the law, before we have the right to marry, etc., etc. So there is a lot of work to be done. We're getting closer to it, but you know, it's still got a long ways to go. Außerdem engagierte sie sich in Sachen Kinderarmut, Umweltschutz und als Tierschützerin. Ihre Sportlerinnenkarriere währte ungewöhnlich lang. Ihren letzten Grand-Slam-Titel gewann sie im Alter von 49 Jahren. Im Jahr 2000 wurde sie in die internationale Tennis-Ruhmeshalle aufgenommen.